Mein Wort ist begeistern. Denn ich möchte begeistern in meinem Beruf. Und zwar für, mit und durch Gott. Ich weiß gar nicht, ob der Beruf ein altmodischer Beruf ist, also ein sehr alter Beruf, das würde ich sagen. So Pastoren und Pastorinnen gibt es ja schon recht lange. Es kommt vor allem darauf an, dass ich authentisch bin in meiner Rolle als Pastorin, weil das ist kein Job, den ich ausfülle und dann komme ich nach Hause und bin jemand anders, sondern in der Pastorin, in der Vikarin steckt ja hundertprozentig ich. Und wenn das nicht passiert, dann könnte es altmodisch werden, weil dann verstecke ich mich hinter den Traditionen, die es gibt. Also das Rad an meinem Schreibtisch ist ja ein Wunschrad. Das ist ja meine Traumvorstellung, wie mein Beruf, in was für Rollen der aufgeteilt ist. Weil man eben ja so viele hat. Also es ist eben nicht nur eine Seite, sondern in diesem Beruf hat man so viele verschiedene Facetten, die man füllen kann. Die größte Seite ist, ja, meine Perspektive, dass ich die frohe Botschafterin bin. Und das kann ich eben tun, indem ich Gottesdienst feiere. Und da schreibe ich Texte, da bin ich im Grunde Schriftstellerin. Andere wichtige Rollen. Ich habe zum Beispiel die Rolle Kaffeetrinkerin. Also gerade in so einer Gemeinde, das ist so eine Art Zuhause für viele Leute. Und dann wirklich auch mal eine halbe Stunde mit jemandem, der gerade irgendwie hier ist, zu sagen, so, wie geht's Ihnen denn? Und wie geht's mir? Und lassen Sie uns mal einen Kaffee trinken. Das finde ich auch total wichtig. Ich versuche mir immer eine Überschrift auszudenken für den Gottesdienst oder für die Predigt ganz früh und dann davon weiterzugehen. Und für sowas wie die Psalmenlesung gibt es total gute Formate, schon in Büchern abgedruckt, wie man solche Lesungen eben auch inszenieren kann. Und die stehen in der Bücherei, dann gehe ich dahin, leihe mir das Buch aus. Oft gebe ich auch ein Stichwort ein in den Bibliothekskatalog und natürlich nutze ich auch das Internet und ich nutze auch Google für irgendwie, wenn ich jetzt suche, was gab es da eigentlich für Sendungen im Radio und im Fernsehen, wie hat sich das genau entwickelt, das finde ich natürlich im Internet. Sobald ich wusste, ich mache Erntedank, war mir eigentlich klar, Erntedank ist dieses Jahr nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben ganz viel leckeres Gemüse und freuen uns über die Ernte. Die Erde ist trocken. Immer noch. Sie ist nicht schwarz und frisch, sie ist grau und fahl. Und es gibt eine Debatte darüber, ob man politisch predigen soll oder nicht. Ich finde, man sollte. Natürlich nicht so, dass ich jetzt sage, ich weiß übrigens, wie es läuft. Und so macht ihr das jetzt bitte alle. Aber schon so einen Denkanstoß zu geben. Ich muss diese Religion vertreten. Das fand ich immer so voll der schwierige Gedanke, dass ich mich da so, dass ich das dann mache, so als eine Amtsperson oder so jemand dann mit so einer Uniform, also so einem Talar und das dann so viele Klischees irgendwie auch erfülle damit oder irgendwie, wie gehst du damit um? Also ich fände es problematisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe übrigens die Wahrheit gefunden und so ja. Ist sie. So. Genau, ja. Und weil ich kann die Wahrheit für die anderen Menschen nicht finden. So, also ich kann dir nicht sagen, was für dich der richtige Weg im Leben ist. Ja. Ich kann dir nur erzählen, was mein richtiger Weg ist. Mhm. Und den habe ich gefunden.